Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, als Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, der die Verdachtsfälle von Missbrauch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg zum Untersuchungsgegenstand hat, darf ich Ihnen den vorliegenden Antrag kurz begründen. Die Fraktionen von CDU, SPD und AfD beabsichtigen damit, die bisherige Bezeichnung des Untersuchungsausschusses Missbrauchsfälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg zu ändern in die neue Bezeichnung Verdachtsfälle von Missbrauch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg. Diese Änderung dient der Konkretisierung und Klarstellung. Wie im Einsetzungsbeschluss, das ist die Drucksache 16952, eingebracht, 28. Oktober war das, damals von CDU, SPD und AfD, nein, Entschuldigung, von CDU, SPD und Die Linke Landtagsfraktion, bereits ausgeführt wird, sind Untersuchungsgegenstand, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, die Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs am Universitätsklinikum des Saarlandes durch den zwischenzeitlich verstorbenen S im Zusammenhang mit seiner Ausbildung und seiner Tätigkeit als Assistenzarzt. Es soll untersucht werden, wie die beteiligten Stellen mit Verdachtsmomenten umgegangen sind. Und das ist unser Auftrag im Untersuchungsausschuss. Wir führen keine Ermittlungen. Entgegen dieser eindeutigen Formulierung des Untersuchungsgegenstandes im Einsetzungsbeschluss könnte die bisherige Bezeichnung den Eindruck erwecken, dass es sich bei den Vorgängen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg um strafrechtlich erwiesene Missbrauchsfälle handelt. Die neue Ausschussbezeichnung dient der Konkretisierung. Der Untersuchungsausschuss hat die Interessen und die Persönlichkeitsrechte aller zu wahren. Aus Gründen dieser Klarstellung wollen CDU, SPD und AfD daher die Bezeichnung des Untersuchungsausschusses ändern und sprachlich korrekter fassen. Die Änderung der Kurzbezeichnung des Untersuchungsausschusses obliegt dem Untersuchungsausschuss selbst. Dies entspricht im Übrigen auch der Intention, also die Änderung der Bezeichnung, der Intention des Rechtsbeistandes einer Betroffenen des Untersuchungsausschusses. Dieser Antrag liegt uns schriftlich vor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte abschließend betonen, dass es sich bei dem vorliegenden Antrag lediglich um eine Konkretisierung der Bezeichnung des Untersuchungsausschusses handelt. Sie wird nicht von dem vom Plenum festgestellten Untersuchungsauftrag ablenken. Und sie wird dazu führen, dass es nicht zu Verzögerungen bei der Aufarbeitung der Vorkommnisse in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg kommen wird. Ich bitte Sie daher, dem Antrag zuzustimmen. Danke.